Jean-Pierre Krämer, alias JP. Deutschlands bekanntester Autotuner checkt für Grip außergewöhnliche und skurrile Fahrzeuge. Doch heute wird es etwas gediegener und vor allem britisch. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen JP-Check. Diesmal so ein bisschen anders. Wir sind hier an der Algarve in Faro in Portugal. Und ich habe hier so einen schicken Schlüssel in der Hand. Und normalerweise würde der Typ, der dieses Auto fährt, so machen. Und zwar James Bond. Denn wir gucken uns an den neuen Aston Martin Vantage. Wir wollen rausfinden, ist er James Bond tauglich? Im 007-Streifen Spectre fährt Daniel Craig den Aston Martin DB10. Die nur 10-mal gebaute Sonderserie sah schon nach Vantage aus. Okay, Q, überraschen Sie mich. Hat der Vantage V8 das Zeug zum neuen Bond-Mobil? Mit 314 km/h ist er definitiv schnell genug. Im Cockpit gibt es ganz 007-like ein Arsenal an edlen Knöpfen und Schaltern. Allein 4 davon für das Automatikgetriebe. Das Highlight des Autos für mich persönlich ist ganz, ganz klar. Also wirklich, lasst es mal auf euch wirken. Guckt mal. Was JP so entzückt, ist das knackige Hinterteil des brandneuen Aston Martin. Vom Heck her würde ich sagen, ist er gerade so in 2018 der Prinz der Sportwagen. Ja? Der Heckdiffusor ist, ich sag mal ganz dezent, voluminöser. Und der funktioniert auch, weil der geht nämlich, wenn man so schaut, bis unter das Auto runter. Also es ist keine Showbude, sondern das Auto ist schon wirklich vollgepackt mit Performance. Stichwort Performance. Im Maschinenraum des Briten schlägt ein deutsches Herz. Ein V8 Biturbo von AMG. Aber wie geht bloß die lange Haube auf? Wo ist denn das? Scheiße, hier ist kein Knopf. Das ist der Kofferraum. Hello, hello. I got one small question. How do I open the hood? Wait. From the passenger side? Well, I'm... Maybe yes, because it's a British car. You're right, like a Mini Cooper. What? You are right. You want the guys. Yes, you are right. Yeah. Weil es nämlich Rechtslenkerautos sind ursprünglich, ist nämlich die Öffnung der Haube auf der rechten Seite. Thank you very, very much, both of you. You're welcome. Thank you very, very much. No worries, have a nice day. So, ein alter Bekannter. Diesen Motor kennen wir aus verschiedensten Fahrzeugen, aus dem E63, aus dem GTS, aus verschiedenen Autos. Was ein ganz schönes Detail ist, ist wie folgt. Wir haben nämlich hier Aston Martin Vantage Final Inspection bei Victoria Birkes. Bei dem deutschen AMG-Motor gibt es ja immer einen Bauer mit einem Schild oben drauf. Ich denke, die Jungs von Aston Martin wollten sich das nicht nehmen lassen und wollten auch nicht den deutschen Erbauer des Motors drauf haben. Und deswegen gibt es hier einen Final Inspection Badge. Aber ich weiß, worauf die ganzen Sound-Junkies warten. Also, wir machen mal an. Ah, da haben wir es doch. Ja. Das ist stark. Das ist gut. So. Wir rollen im neuen Aston. Der Aston Martin Vantage V8 in Zahlen. Mit 510 PS sprintet er aus dem Stand in 3,7 Sekunden auf Tempo 100. Basispreis in Deutschland satte 154.000 Euro. Kraft hat das Fahrzeug ohne Ende, also wirklich ohne Ende. Er wirkt vielleicht einen Tick schwerer. Vom Gewicht her könnte ein bisschen abnehmen, gefühlt würde ich das jetzt so sagen. Lenkfeedback ist auch sehr schön. Leer wiegt der Vantage rund 1,5 Tonnen. Dafür beherrscht der Aston auch den Understatement-Modus. Der Auspuff-Sound lässt sich per Klappe steuern. Das Klangbild ist richtig elegant, britisch, biestig. Ja? Wir können mal reinhören hier. Der Vantage soll das jüngere Publikum zurückerobern. Und zwar ganz im 007-Stil. Es hat auch mal so eine gewisse Stimmung mit in so einem britischen Auto. Es ist einfach cooler. Ja, vielleicht ist James Bond auch nur so cool wegen seinen Autos. Das kann natürlich auch sein. Aber es hat einfach diesen besonderen Charme. Auch der Klang, Sitzposition, überall Leder. Das Aston Martin-Logo ist einfach very British. Das kostet natürlich Geld. Für James Bond spielt das keine Rolle. Für alle anderen dagegen schon. Worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben, ist der Preis. Und zwar, was kostet was?
Grundpreis 154.000 Euro brutto. Das ist ein Preis, der für mich wirklich akzeptabel ist. V8 Biturbo mit dem Getriebe, mit dem Fahrwerk und der Optik gut. Doch, wir sehen das schicke Carbon am Seitenschwiller, die Front- und Heckpartie kostet 10.066 Euro. Ja, die Brake Calipers in Black, ich frage mich, welche Farbe die sonst haben, die kommen ja in irgendeiner Farbe, ist 1460. Also 1460 für schwarze Bremssättel, das ist eine Sache, die ich wirklich nicht verstehen kann. Sportlenkrad, gleicher Preis wie die Bremssättel, 1461 Euro. So, jetzt kommt's, komm mal mit. Also jetzt, ich bin ja verliebt in das Auto, ne? Aber irgendwo wird es für mich auch ein bisschen schwieriger. Seht ihr das hier? Das ist das Tuning-Gitter, was 2001 bei ATU in der Auslage lag. Ist exakt das gleiche, okay? 584 Euro. Why? Kommen wir mal auf den Innenraum zu sprechen. Also, los geht's. Das Logo hier auf dem Sitz, also für beide, nicht für eins, für beide, 708 Euro. Das Tech-Pack beinhaltet Glass-Switches, die sind durchsichtig, aus Glas einmal. Keyless Entry, Blindspot-Monitoring, Autopark, Touchpad-Control und das elektronisch verstellbare Lenkrad. Kostet 4.228 Euro. Und somit summiert sich dieses ganze Auto, was wir hier gerade sehen, dieses wunderschöne Kfz, auf sage und schreibe 197.332 Euro und 97 Cent. Ja, soviel zu dem Thema. Doch egal, ob zum Basispreis oder top ausgestattet, für die allermeisten bleibt der Vantage ein Traumauto, das sich nur aus der Ferne bestaunen lässt. Genau deshalb stellen wir uns die Frage, wie reagieren Passanten auf das designierte Bondmobil? JP schleicht sich agentenmäßig an, doch die Tarnung mit dem Aston ist denkbar schlecht. Hi! Müssen wir Ding? Hallo! Hallo. Hi. Grüß dich! So, pass auf, Digga. Aston Martin Vantage. Nagelneu. Meine Frage ist jetzt, denkst du, das Ding ist James Bond tauglich? Alter, was ist das für ein Auto? Gut. Raumschiff. Willst du mal hören? Na klar. Das ist echt gut. Sehr geil, ja. Wer was für dich? Wer was für mich? Auch als Bond-Girl? Bond-Girl, rote Haare, wird ja auch mal gut sein, oder nicht? Wird auch mal passen. Ich gebe deine Nummer weiter. Ja, Daniel meldet sich bei dir. Gut, alles klar. Okay. Meinst du, das hat was von James Bond? Klar. Fehlt nur der Schleudersitz. Ja. Was hat er? Er hat 510 PS. Egal. Okay. Vielen Dank. Gerne. Mach's gut. Danke. Also selbst die Engländer sagen, es ist wirklich James Bond-like. Genug Knöpfe sind da, Sound ist da, Optik ist da und er ist wirklich cool genug. So, ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Rennstrecke. Und zwar auf den Hochgeschwindigkeitskurs von Portimao, keine 40 Kilometer entfernt. Zeit genug, den Vantage auf weitere Bond-Qualitäten hinzuchecken. Dabei könnte sogar 007 noch was von JP lernen. Hier sind viele Kreisverkehre und Kreisverkehre und der Herr Krämer. Schwierige Kombination. Wir haben verstanden. Stabilitätsprogramm aus und 00 Krämer lässt den Vantage qualmen. Ich habe es beim Drift in der Runde gerade schon gesehen. Irgendwie fliegen da so schwarze Stücke durch die Gegend. So wie die zum Beispiel. Und wenn wir jetzt unter das Auto gucken, sehen wir, glaube ich, was nicht so gut ist. Guck mal. Aber ich muss das Fahrzeug auch testen. Ja, ich muss auch gucken, ob der Bondmobil auch gut um die Kurve geht. Geht er? Und vor allen Dingen, das Allerbeste, er macht ja auch Rauchzeichen. Das heißt, wovon ich gerade gesprochen habe, diese Rauchfunktion, die haben die bei Aston ganz, ganz klug integriert, und zwar in den Reifen. Zumindest, wie wir bei der Geräuschkulisse hören können, sind wir ja schon mal an der Rennstrecke. Bis dahin habe ich es geschafft mit meinem Satzreifen. Das ist schon mal nicht schlecht für 35 Kilometer. Und dann kriegen wir auch ein neues Kfz mit neuen frischen Reifen. Runde ist, glaube ich, nur 4 Kilometer, also weiß ich nicht, so 5-6 Runden schaffen wir, ne? Los geht's. Das Autódromo Internacional do Algarve. Ein 4,7 Kilometer langer Highspeed-Track mit 15 Kurven. Ob der neue Aston Martin hier die Bösewichte abhängen könnte? Weil er sehr, sehr komfortabel sein kann auf der Straße, wie doll kann er performen auf der Rennstrecke? Was nicht klar ist, dass er das kann. Und das ist für mich schon eine sehr spannende Frage. Weil wenn er das nämlich auch noch kann, dann ist es wirklich eine runde Sache.
Doch zuerst muss JP das Agentenmobil wechseln. So, ich weiß nur, ich muss in die Box Nummer 32, soweit ich weiß. Und ich glaube, da steht unser Baby. Und zwar optimiert für die Rennstrecke mit kräftigen Keramikbremsen. Die Lackierung heißt Lime Essence, wäre aber definitiv zu auffällig für 007 im Undercover-Einsatz. Aber was sagt JP dazu? Das sieht mal komplett anders aus. Gleiche Auto, aber was die Farbe ausmacht, viel frischer, aber genauso schick. Und so schick werden wir jetzt über die Rennstrecke schmeißen. Los geht's, komm. Eine 8-Gang-Automatik leitet die Kraft an die Hinterräder. Die 510 PS lassen sich dabei über Schaltwippen am Lenkrad verwalten. So, wir sind auf der Rennstrecke in Portimao. Ich habe wirklich Spaß in der Backen. Das Ding geht ohne Ende. Von der Performance her, was man merkt, er ist gar nicht so gefährlich, wie man denkt. Man kann ihn super driften, aber wenn es dann zu heikel wird, schiebt er trotzdem über die Vorderachse, was natürlich sehr, sehr, sehr angenehm ist. Trotzdem hat der aufgeladene 8-Zylinder mit 4 Litern Hubraum genügend Druck, um jederzeit lässig das Heck rauszuhängen. Bis in Gang 4. Ich habe jetzt im Drift gerade zweimal geschaltet. Das passiert nicht so oft. Der Vantage V8 besitzt ein elektronisches Sperrdifferential. Das sorgt in der Regel dafür, dass immer genug Kraft auf den Asphalt kommt. Trotzdem. Von der Leistung her ist das Auto wirklich super gut motorisiert. Wir haben in den extremen Situationen immer noch genug Qualm an der Kette, um ihn hart aus der Kurve rauszuzwirbeln. Kein Wunder, die beiden Turbos machen gewaltig Dampf. Und zwar immer und überall. Was schön ist an dem Turbomotor, dass du aus den tiefsten Drehzahlen aufgrund der Lader so viel Drehmoment hast, wo ein normaler Saugmotor, ein normaler Aston Martin, der Vorgänger, hat halt diesen klassischen Saugmotor. Und wenn du da in einem falschen Gang warst, also untertourig, hat der Kollege gar nichts gemacht. Hier sind wir untertourig und haben den Qualm an der Kette. JP ist begeistert, doch er spielt leider nicht den nächsten James Bond. Wie gefällt dann wohl Daniel Craig der neue Vantage? Also für James Bond ist er der Richtige. Vielleicht sogar für mich der Richtige. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber mich hat der Wagen schon sehr überzeugt, in jeder Hinsicht. Also Innenraumdesign, Außendesign, Eleganz, trotzdem sportlich. Die Rennstreckenperformance gibt wirklich das i-Tüpfelchen oben drauf. Ich habe hier wirklich einen Höllenspaß in dem Ding. So, unser Portugal-Trip geht dem Ende entgegen. Aber eine kleine Sache fehlt ja noch. Wir wollten ja herausfinden, ob es James Bond tauglich ist. Und ich würde sagen, ganz klar ja. Und deswegen würde ich sagen, ist ja JP checked. Doch dieses Mal spare ich mir das Logo drauf zu machen, weil ich glaube, die Jungs von Aston Martin wissen das auch selbst. Tschüss.